Grüezi miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es freut uns, dass Sie auch heute wieder bei Lokal Aktuell dabei sind. Ich darf Ihnen gerade meine ersten zwei Gäste vorstellen. Im Gelenstuhl der Richard Angier, er ist Präsident vom Fischerverein Untersee. Und im blauen Stuhl der Stefan Schad, er ist Vorstandsmitglied beim Ermatinger Segelclub. Wenn wir Segler und Fischer hier haben, das heisst, dass bald ein grosses Fest bevorsteht. Wenn und was ist das genau, Richard? Ja, das ist richtig. Wir hoffen, es gibt ein Riesenfest. Das ist das traditionelle Segler- und Fischerfest in Ermatingen, das auf der Städte stattfindet. Und wir bieten dort unseren Gästen Segler am Samstag eine Regatta. Und von Samstag auf Sonntag kann man sich verpflegen mit feinen Fischgerichten. Was es alles gibt, können wir vielleicht später noch darüber reden. Das ist ja bereits das kommende Wochenende. Von wann bis wann ist laufen das am Samstag und am Sonntag? Das ist das Fest hat offen vom Samstag um 10 Uhr morgens bis Mitternacht, also um 12 Uhr in Nacht. Und am Sonntag vom 10 Uhr morgens bis am Nachmittag um 4 Uhr. Und seit wann gibt es denn das Fest eigentlich schon? Das hat ja eine riesige Tradition. Ja, hat eine riesige Tradition. Gibt es schon so lange, dass wir uns gar nicht erinnern können, seit wann es das so gibt. Wir wissen, dass man seit der Gründung vom Segelclub auf jeden Fall so ein kleines Segelrennen macht. Und da war dann im Anschluss immer so ein Höck oder das Essen, das gemeinsames. Segelclub gibt es seit 40 Jahren. Das heißt also, seit der Zeit ungefähr gibt es immerhin eine kleine Veranstaltung und in den letzten bestimmt 10, 15 Jahren ist es also ungefähr so gewachsen, wie gerade Richie Angier erzählt. Dann sind dann Fischer dazugekommen? Ja, genau. Dann sind weißt Fischer du, der Grund war, dass er die ins Boot geholt haben? Ja, es waren zwei Vereine, die in Ermatingen sehr stark im Wasser, Wasserzugang sich interessieren und organisieren. Und deswegen waren einfach zwei Vereine, die sich dann gut miteinander organisieren konnten. Und das läuft jetzt auch schon sehr lang. Also mindestens, ich bin jetzt 12 Jahre beim Verein und es ist schon immer genau so zwischen Fischern und Seglern. Haben Sie denn auch mehr Leute, die können helfen können? Ja, das ist, wir haben, ich weiß nicht genau, wie viele Mitglieder das zum Beispiel der Segelclub hat, aber wir haben mit 135 aktiven Mitgliedern doch die Möglichkeit, einiges an Helfer können aufzubieten. Mhm. Und wir sind jetzt beispielsweise, auch dieses Jahr sind etwa 55 Mitglieder von uns an dem Fest tätig. Eben ähnlich im Segelclub, oder? Ja, wir sind klein, wir sind 80 aktive Mitglieder. Ja. Trotzdem ist es für uns der eigentlich Großanlass im Jahr. Und deswegen sind von den aktiven Mitgliedern sehr viele engagiert. Also wir sind zwar auch jedes Jahr stark am Rekrutieren und Begeisterung aufbauen, aber es ist einfach der Anlass für uns und deswegen das sind auch viele Freiwilligen. Das ist auch finanziell interessant, oder, für euch? Ja, es ist sicher nicht das Ziel, aber es lohnt vor allem dann, wenn viele Gäste da sind, wenn das Wetter schön ist und wir viel neue Besucher haben, dann ist es auf jeden Fall auch, es trägt sich. Das Wichtigste ist ja eben das, also für mich wenigstens, wenn ich komme, das Essen, die Fischsteller, die wir machen, was bietet ihr da genau an? Also von Fischsachen, da gibt es zum einen mal unsere berühmten Fischknusperli, die geliefert werden vom Bussfischer. Mhm. Wir haben im besten Jahr haben wir einiges über 1000 Portionen Fischknusperli verkauft in diesen zwei Tagen. Der zweite ist ein wunderbarer Fischsteller. Da hat es Zander drauf, da hat es Hechtbranche drauf und da hat es die berühmten Unterseekritzer drauf. Mhm. Und das dritte Fisch, wenn ihr Fisch gerne hat, das sind Fischbrötchen, wo ein Felchenmus drauf ist, wo unser Kassier, der ist gleichzeitig Berufskraft, speziell für den Anlass immer zubereitet. Ja, und wie wird es auch gehen aus der Region, nehme ich an? Das ist richtig. Es gibt feine Ermatinger Wein. Also bei einer guten Flasche Elbling oder so schmecken die Fische natürlich noch mal besser. Und wer tut denn da zubereitet? Sind da auch ihr oder habt ihr da auswärtige Spitzenköche engagiert? Es ist so, wir können die Knusperli mehr oder weniger fertig angeliefert eben vom Bussfischer über. Und die dann in der Fritteuse machen, da machen natürlich dann alle wir Hobbyfischer, die dann entsprechend entweder bei der Fritteuse oder bei der Ausgabe oder wo auch immer eingeteilt werden. Hat es denn genug Fische? Man hört immer, es ist eben eher ein bisschen knapp.
Das ist richtig. Also überall, wo man hinlässt, haben vor allem das Gastgewerbe hat Mühe, um genügend Fisch überzuholen, also Schweizer Fisch. Ja. Bei uns ist es so, dass natürlich der Berufsfischer weiss, dass das Fest stattfindet jedes Jahr. Und er tut uns entsprechend immer reservieren. Das Fest ist ja die letzten Jahre ein Riesenerfolg. Ich war auch ein paar Mal dabei gewesen. Letztes Jahr war das Wetter nicht so gut gewesen. Wir sind trotzdem mit der Kamera dabei gewesen. Darf ich die Regie bitten, einmal den kurzen Film vom letzten Jahr einzuspielen? Die entspannte Atmosphäre der beiden Crews, der Fischer und Segler, hat sich auch auf die anwesenden Gäste übertragen. Das Wetter, das neben dem Fußball, dem Fischen oder Segeln das Hauptthema war, war immerhin so gut, dass man auch außerhalb im Zelt hat können sitzen. Dabei ist man auch in den Genuss von wunderschönen Stimmungen am See gekommen. Es wird auch bewusst auf Musik verzichtet, sodass man gemütlich zusammensitzen kann und entspannt miteinander plaudern. So ist einmal mehr ein Segler- und Fischerfest durchgeführt worden, das über 1000 Personen erfreut hat. Am Samstag gibt es ja nicht nur zu essen und zu trinken, sondern die Segler organisieren ja ein, haben wir das aufgeschrieben, ein Laser-Match-Race. Was ist das genau, Stefan? Ja, das stimmt, das haben wir auch eben, dieses Match Race haben wir schon lange. Match Race heißt, es segeln alle auf genau gleichen Booten gegeneinander, immer zwei gegeneinander. Mhm. Die Boote sind, wie du richtig gesagt hast, Laser, also kleine Jollen, Einmann-Jollen, die auf einer kurzen Strecke einfach gegeneinander segeln. Und das sind insgesamt 4 bis 6 Boote im Einsatz, immer aber einer gegen einen, nacheinander. Und Ziel ist natürlich vor allem Spaß, aber auch Informationen. Wir segeln das Match Race immer im Hafenbecken, direkt neben dem Festzelt in der Städte, sodass man als Zuschauer auch von dem Rennen was erleben kann und sehen kann. Aber das sind Amateure, die segeln, nicht Profi. Da kann jedermann mitmachen. Ja, jedermann kann nicht mitmachen. Das ist, wir brauchen eine Anmeldung. Ja. Wir sind normalerweise entweder Mitglieder von unserem Segelclub oder sind benachbarte Segelclubs, die teilnehmen. Es ist keine Segelschule in dem Sinn, also wir wollen dann schon so, dass die Leute auch wieder ins Ziel kommen. Insofern es sind Segler, die das. Da kann man sich jetzt noch anmelden. Man kann sich jetzt noch anmelden, aber eben, wenn man, dann muss man bei unserem Regattaleiter sich melden. Ja. Und die Boote muss man ja nicht unbedingt herstellen. Nein, die Boote sind gestellt, die sind dort, die kann man vor Ort dann nutzen. Aha. Super, hoffen wir, das klappt gut. Ja. Jetzt zu euren Vereinen noch kurz, Richi. Fischerverein Untersee hat ja in den letzten Jahren, nicht zuletzt wegen dir, da boomen. Die machen ja wahnsinnig viele aktive Sachen. Kannst du mal ganz kurz so aufzählen, wie so ein Jahresprogramm aussieht? Ja, das ist richtig. Wir haben ein Jahresprogramm. Da sind etwa 10 Anlässe über das ganze Jahr. Das geht auch beim Allfisch. Dann machen wir meistens irgendeinen Kurs, sei das Filetieren oder so. Dieses Jahr haben wir jetzt einen Fischreicherkurs gemacht und dann haben wir Vereinsfische zwei im Jahr. Mhm. Dann eben das Segler-Fischerfest ist immer sehr ein Schwergewicht in unserem Programm. Und am Schluss des Jahres haben wir auch eine Vereinsarbeit, wo wir dann jedes Jahr abschliessen mit einer gemütlichen Arbeit und Lotto und so weiter. Wir sind ja sehr aktiv bei den Junge, bei den Junioren oder ihr sagt den Fischer-Kids? Das ist richtig. Wir haben, jetzt ist es bald einmal ein Jahr her, haben wir unter dem Namen Fischer-Kids eine Jugendgruppe gegründet. Das sind Kinder, wohnhaft von Ermatingen bis Steyr am Rhein, wo wir einmal im Monat uns treffen und wo wir die Kinder fachgerecht ausbilden wollen.
Hobby Fischen auch richtig lernen. Und da haben wir auch von den Eltern sehr viel Unterstützung. Die begrüßen das sehr, dass wir das machen. Ich habe letzten Sonntag gesehen, bin im Feldbach unten gewesen, oder am Samstag ist es, da sind ja 30 Kinder, glaube ich, die da unten reingekommen. Ja, es waren nicht ganz 30, nicht. Gewesen, aber es waren 26 Kinder gewesen, und es hat noch lustig ausgesehen, so alle 2 bis 3 Meter eine Rute, schön eine an der anderen. Und das Ziel war eigentlich, gewesen, dass wir einen Aal fangen. Es ist dann wirklich auch einer gefangen worden. Dummerweise ist dann der wieder ab ins Wasser. Ja, dann mögen wir dem gönnen. Aber die Eltern waren auch dabei. Ja. Wir haben gegrillt und haben den Plausch gehabt. Und es war ein guter Abend gewesen. Der Ermendinger Segelclub, kann man da sagen, was auch beläuft im Jahr? Wir beginnen das Jahr normalerweise mit dem Ansegeln im Mai. Eine traditionelle Clubregatta, also wo die Clubmitglieder die Regatta durchführen. Und dann ist es ein sozial gemeinsames Beisammensein dann danach in unserem Clubhaus, im Pumpenhaus in Ermatingen. Ehemaligen Pumpenhaus in Ermatingen. Wir beginnen dann im Juni, jetzt gerade letzten Freitag, mit dem Junior-Segeln, das wir jedes Jahr durchführen, also auch schon seit langem. Auch für Kinder Ermatingen und Umgebung, 10 bis 15-Jährige. Dieses Jahr haben wir 20 Kinder, das ist für uns sehr viel. Und die segeln eben auf diesen Lasern. Ziel ist vor allem, Angst vom Wasser zu nehmen und anführen ans Wasser und an den Segelsport. Also schön, wenn die Vereine so aktiv sind. Jetzt eben nochmal zum nächsten Wochenende. Rich, ich gebe dir jetzt noch Gelegenheit, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer einzuladen. Mache ich gern. Wie ihr gesehen in dem kleinen Einspieler vom letzten Jahr, es ist erstens eine unheimlich schöne, wunderbare Stimmung auf dieser Stätte in Ermatingen. Allein da ist ein Besuch wert. Dann unsere, würde ich sagen, unschlagbare, gute Fischgerichte, die wir anbieten. Für Nicht-Fischliebhaber gibt es aber auch Wurst vom Grill. Also es ist nicht so, dass man verhungert, wenn man Fisch nicht gern hat. Dann möchte ich noch sagen, es gibt auch Küche. Seglerfrauen, Fischerfrauen haben auf der Anlass oder backen auf der Anlass Küche und Torte, sodass man auch einen Kaffee mit einem Dessert dazu nehmen kann. Ich hoffe, dass es lange, dass alle Zuschauer möglichst zu uns auf Ermatingen kommen. Danke, Wimmer. Und das Wetter scheint ja auch recht gut zu sein, wenn man so bis die ersten Prognosen sind, die ich jetzt gesehen habe, sind nicht schlecht. Ja. Also mindestens so, dass es am Samstag, den Sonntag habe ich sie noch gar nicht gesehen, aber am Samstag sollte es auf jeden Fall nicht regnen und sollte einigermaßen schön sein. Und das ist natürlich eine Voraussetzung für uns. Wir haben zwar ein Festzelt, aber viele Leute sind im schönen Wetter einfach an den Tisch draußen auf der Städte und geniessen zum Beispiel eine schöne Arbeit mit Sonnenuntergang und so weiter. Gut, dann hoffen wir auf ein tolles Fest. Danke für den Besuch hier. Danke. Jetzt liebe Zuschauer.